Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder Zeit für den Wochenrückblick. Ich fange mit dem Wetter an. Der Juni ist kalt, relativ kühl, nachts 8 Grad, 10 Grad, 12 Grad. In den nächsten Tagen wird es auch so ein bisschen durchwachsen. Also Samstag, also heute und Sonntag, gewittrig, Regen, Sonne, 18, 20 Grad. Am Montag sollen es 25 Grad werden, aber auch dann wieder durchwachsen. Also noch nicht der richtige Sommer da. Mal gucken, wie das wird. Und also noch dicht ist die Entwarnung da und Sie müssen noch eben ein bisschen Aprilwetter rechnen. Ungewöhnlich viel Regen, viel Wasser, aber das ist ja bekannt und nichts Neues. So, ich fange mal an mit den Nachrichten. Was ist los in der Asylfrage? Und da gibt es ja Diskussionen seit dem brutalen Mord an den Polizisten Ruven Lauer, 25 Jahre alt, der in Mannheim von einem islamistischen Mörder aus Afghanistan, der seit 10 Jahren hier beschützt wird von uns, weil er geflohen ist vor wem auch immer in Afghanistan, vielleicht vor den Taliban oder sonst wem oder weil es hier halt mehr Geld gibt und er nicht dafür arbeiten muss. Keine Ahnung jedenfalls, der hat diesen jungen Polizisten, der uns schützen soll, unsere Demokratie schützen soll, brutalstmöglich erstochen mit einem Messer und andere auch noch schwer verletzt. Das passiert am Freitag vorletzter Woche und jetzt sind die Arbeiten dran. Was machen wir denn mit solchen islamistischen Tätern? Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Vorschläge, auch vom Bundeskanzler Scholz, der sagte, ja, Kriminelle und Schwerstverbrecher und die, die unsere Demokratie nicht akzeptieren und sich hier gewalttätig benehmen, müssen abgeschoben werden, auch in Länder wie Afghanistan und Syrien. Bis jetzt gibt es ja noch aufgrund bestimmter Vorschriften ein Abschiebeverbot, auch wenn straffällige Asylbewerber sich hier rumtreiben, noch ist das nicht möglich. Aber jetzt kommt der Herr Wüst mit einem Vorschlag und sagt, wir müssen mit den Taliban verhandeln. Klasse, finden die gut. Sicherlich diese Diktatoren, Steinzeit-Taliban, Steinzeit-Muslime, die den alten Koran hier in vollster Ausführung leben und Frauen das Recht nehmen, in die Schulen zu gehen, die Universitäten nicht zu besuchen. Die werden dort gehalten wie Vieh, von den Männern entsprechend zu bestimmten Dingen halt verwendet und Frauen haben dort nichts zu sagen. Das ist halt der Islam, der das auch ermöglicht, der mit Demokratie nichts zu tun hat und das Frauenrecht nicht akzeptiert, das ja bei uns selbstverständlich ist, im Grundgesetz verankert ist, Mann und Frau sind gleich. Das gilt im Islam nicht, da ist die Frau eben dem Mann untertan und er kann im Prinzip, ich will nicht sagen, machen, was er will, aber auch die Morde, die passieren an islamischen Frauen, an Musliminnen, sind ja häufig nicht, natürlich immer gibt es ja nicht von muslimischen Männern vorgenommen, warum auch immer, weil ihnen irgendwas nicht passt oder weil die Frauen sich von ihnen trennen wollen, weil sie den Druck, diese Unterdrückung nicht mehr aushalten. Bin gespannt, wie das funktioniert. Es soll dazu beitragen, die irreguläre Migration zu beenden. Was werden die Taliban fordern? Geld natürlich. Sie werden sicherlich pro vor kriminellem Straftäter, der hier sich rumtreibt oder im Gefängnis gesessen hat oder entlassen worden ist oder entsprechend abschiebepflichtig ist, sicherlich viel, viel Geld verlangen. Da reden wir über Millionen, die hilft, das System zu stabilisieren und nicht in Gefahr zu bringen. Also ich denke, das wird nur darauf hinauslaufen, dass sie ihre Gelder kassieren von uns, unser Steuergeld, und dann die Herren nehmen und natürlich dort freilassen, weil sie ja aus ihrer Sicht straffällig geworden sind gegen den dekadenten Westen, gegen die Christen, gegen Demokratie, gegen Gleichheit, gegen Grundgesetz. Und das passt ihnen nicht, weil das im Islam nicht vorgesehen ist. Ja, das dazu. Bin gespannt, ob der Vorschlag kommt, dass man eben doch mit den Taliban verhandelt, um Abschiebungen vornehmen zu können, auch nach Syrien. Syrien ist ja immer noch Kriegsland, aber dort gibt es sehr viele ruhige, friedliche Ecken, in denen man ruhig abschieben kann. Da sind nicht alle Menschen gefährdet, denn der Bürgerkrieg ist längst in der Form, wie er stattgefunden hat, mit Hilfe der Russen natürlich. Auch Putin hat seine schmutzigen, mörderischen Finger in Syrien entsprechend verankert, dass das nicht mehr der Fall ist. So, die G7 haben getagt diese Woche in Apulien, in Süditalien, also die 7 großen Wirtschaftsnationen mit ihren Präsidenten und mit ihren Ministerpräsidenten und entsprechenden Chefs. Da war eben Italien, England, Frankreich, Amerika und so weiter.
eingeladen und auch die Ukraine, auch Herr Selenskyj war vor Ort, hat mit den G7-Vertretern gesprochen und die haben ein Paket geschnürt, dass sie 50 Milliarden Dollar an Krediten bekommen. Das soll bis Ende des Jahres fertig sein, damit die Ukraine unterstützt wird und eine Chance hat, diesen elenden Krieg, der von Russland angezettelt worden ist, zu beenden. Das ist die Beschlusslage, aber ob die halten wird, ist fraglich, weil Biden wird vielleicht nicht mehr gewählt, dann kommt Trump und er kann das alles wieder kippen. Macron hat Neuwahlen ausgerufen nach den Europawahlen und möchte die Rechten entsprechend zwingen, sich zu bekennen und zu sagen, jawohl, wir stehen dazu, dass die Rechtsextremen entsprechend die Zahlen, die sie bei der Europawahl erreicht haben, auch bei der nationalen Parlamentswahl wieder erreichen. Und das hat er in einem Wutanfall nach der verlorenen Europawahl entsprechend durchgesetzt. Rishi Sunak, der englische Ministerpräsident, muss auch wählen im Juli. Und er wird da auch eine Klatsche kriegen. Da wird Labour entsprechend gewinnen. Und Labour ist eher russenfreundlich und israelfeindlich. Also ob die entsprechende Unterstützungsaktion, wie das jetzt der Rishi Sunak mit den Tories gemacht hat, das ist die Frage. Dann ist Meloni natürlich die starke Frau aus Italien, die wirklich fest im Sattel sitzt und jetzt dazu beitragen soll, dass Madame von der Leyen, die wiedergewählt werden will, Kommissionspräsidentin in Europa wird. Und bin gespannt, ob das funktioniert. Da ist noch nicht sicher, ob tatsächlich Frau von der Leyen die Wahl gewinnt. So, dann haben wir die Meldung gehabt, dass Herr Boris Pistorius jetzt sein Programm vorgestellt hat für die Wehrpflicht, die jetzt sozusagen scheibchenweise homöopathisch eben durchgesetzt werden soll. Man fängt zunächst mal an, alle 18-Jährigen anzuschreiben und sie zu fragen, wollt ihr nicht zur Bundeswehr gehen oder was habt ihr für Interessen? Frauen werden auch erfasst, aber natürlich nur freiwillig. Die Fragebögen, die jetzt zugeschickt werden oder im nächsten Jahr, wenn das Parlament und der Bundesrat dem zustimmt, dieser Gesetzesvorlage, dann soll das passieren, um sozusagen die Bundeswehr attraktiver zu machen und Möglichkeiten zu bieten, die jetzt noch nicht vorhanden sind. Bin gespannt, ob das funktioniert. Irgendwann soll man dann so das schwedische Modell durchgesetzt werden, dass man tatsächlich zu einer Wehrpflicht kommt, die ja zurzeit abgeschafft worden ist, 2012 von Herrn Gutenberg, damaliger Verteidigungsminister der CDU-CSU. Und das ist jetzt immer noch nicht wieder eingeführt worden. Geht ja auch nicht, weil die entsprechenden Bestimmungen noch gar nicht gesetzlich verabschiedet sind. Ja, Selenskyj war jetzt in vielen Ländern. Er war in Frankreich, er war in Italien, er war in Berlin. Und überall ist er rumgesaust und hat sein Land entsprechend verteidigt bzw. gebeten um Hilfe. Und das geht ja weiter, aber ob das jetzt ausreicht, damit die Russen vertrieben werden, das ist die Frage. Aber wenn das nicht passiert, wird sich Putin die Ukraine sozusagen einvernehmen und sie einkassieren, wie es mit der Krim gemacht hat. Also er sagte, ihr müsst gucken, dass ihr euch nicht spalten lässt. Wir haben da gewisse Tendenzen von Seiten der AfD und des BSW, also des Bündnis Sahra Wagenknecht, die ganz klar für Putin ist und sich in einer unmöglichen Situation verhalten. Als der Selenskyj diese Woche in Berlin war und vor dem Bundestag gesprochen hat, hat Frau Sahra Wagenknecht, also das Bündnis Sahra Wagenknecht, geschlossen als Fraktion den Bundestag verlassen und nur noch 4 AfD-Abgeordnete sind geblieben. Sie haben sich unmöglich geäußert und sich blamiert, unser Land blamiert, indem sie gesagt haben, das wäre eine Zirkusveranstaltung und man sollte ehrlich mal über Frieden reden. Ja, das tun wir ja schon lange. Niemand will Krieg, aber Herr Putin möchte Krieg und den auf ganz Westeuropa ausdehnen. Das macht er ja schon mit Cyberangriffen, mit entsprechenden Sabotageakten, die er plant gegen Militäreinrichtungen, Amerikaner und so weiter. Cyberangriffe, alles das läuft parallel zu dem brutalen Krieg in der Ukraine. Ja, was mal kurz zu den Europawahlen. Die Zahlen sind Ihnen ja bekannt und die CDU hat gewonnen mit 30%, ein bisschen mehr als 2019. SPD verliert weiter. Unter ihrem schlechtesten Ergebnis sind sie noch durchgerutscht. Das gute Ergebnis ist, dass die Grünen über 8% verloren haben. Das Witzige ist, meine Damen und Herren, oder das Verrückte ist, dass die Jugend sich jetzt der AfD zuwendet. Warum? Weil sie wahrscheinlich in ihren Schulen so viel erleben mit migrantischen Strukturen in Schwerpunktschulen, in entsprechenden gesellschaftlich oder sozial schwachen Stadtteilen, in den Kommunen, im Ruhrgebiet oder sonst wo und einfach nicht mehr wollen, dass sie das erleben müssen und die AfD gewählt haben. Also der Plan, den die Grünen hatten, dass die 16-Jährigen sie alle zuhauf wählen und die Klimadinge voranbringen, hat nicht geklappt. Und die sind alle zur AfD gewandert und die Grünen sind mit 8% abgestraft worden. Das ist auch richtig so. Sie haben bis jetzt dazu beigetragen, dass dieses Land dem Abgrund mit hoher Geschwindigkeit entgegengerauscht. Die Wirtschaft ist völlig desillusioniert und es finden Abwanderungen statt. Kapital in großen Mengen fließt aus diesem Land ab, weil
weil man nicht mehr investieren will. Danke an die Grünen, danke an die Ampel, habt ihr prima gemacht bis jetzt. Ihr habt keine Ahnung von Wirtschaftspolitik, ihr denkt nur an das Ausgeben von Geld für soziale Dinge und ihr wisst nicht, wie soziale Dinge erwirtschaftet werden müssen. Das muss die Industrie machen. Ohne Profite gibt es keine Steuern. Das mal an die Linken, die so einen Quatsch schreiben, da, dass man Profite abschaffen soll, super Idee. Dann sägen sie den Ast, auf dem sie sitzen, auch ab, denn alle diese Leute werden von Steuern finanziert, die von Profiten kommen, von nichts anderem. Ohne Profite gibt es auch keine Steuern. So ist es halt nicht, ne? Aber das versteht man nicht, weil das so schwierig ist. Also die Wahl bei den Grünen hat zu Entsetzen geführt. Sie sind völlig konsterniert, dass ihre tollen Ideen, die sie haben mit Klimaschutz und dem ganzen Quatsch, den sie uns aufs Auge drücken, was nicht heißt, dass alles Blödsinn ist, aber diese Hauruck-Verfahren in wenigen Jahren ein Land völlig umzukrempeln, was man langfristig ansetzen muss, was auch gemacht werden muss, was auch in Teilen richtig ist, aber diese Hauruck-Methode völlig unüberlegt und entsprechend unausgegoren, das funktioniert nicht und die Grünen wollen das, als sie ideologisch geschult sind, das sind kommunistische Kader bei den Grünen, die eine tolle Ausbildung haben, vielleicht auch in Moskau das gemacht haben oder in Ost-Berlin noch das gelernt haben. Also insofern ist das eine richtige Abstrafung, die die Wähler gemacht haben und die Jugend hat dazu beigetragen, dass das so passiert. Frau Wagenknecht hat ein überraschendes Ergebnis erzielt, über 6%, also 1% mehr, 6,2%, 1% mehr als die FDP, als altehrwürdige Partei, aus dem Stand heraus geschlagen und das ist natürlich ihre Attraktivität auch zuzuschreiben. Dann hat sie ein geschmeidiges Programm entwickelt, bisschen links, bisschen rechts, bisschen bürgerlich, ein bisschen kommunistisch, bisschen sozial, alles aus verschiedenen Töpfen zusammengerührt und das kommt bei den Menschen, die eh nicht wissen, was sie wählen sollen, gut an und sie hat aus dem Stand, wie gesagt, 6,2% und Herr Geisel, der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf, als einer der Listenführer oder der Listenführer zieht natürlich jetzt nach Brüssel, kassiert dann also 12.000 Euro im Monat. Das ist eine gute Geschichte neben seiner Pension als Oberbürgermeister. Also auch da wird er mit 20.000, 25.000 Euro nach Hause gehen. Wunderbar für ihn und bin gespannt, ob er das entsprechend durchzieht oder auch da entsprechende Impulse setzt. Ja, so sieht es aus mit der Europawahl. Wie gesagt, ein Desaster für die Ampelparteien, die schwer verloren haben, die FDP nur ein bisschen verloren, aber sie war auch eh schon schwach 2019 mit 5,4%. Jetzt haben sie 5,2%. Trotz Agnes Strack-Zimmermann, alles das ist nicht so der Brüller und führt nicht zu steigenden Ergebnissen, wie das bei der Bundestagswahl noch war, wo die FDP zweistellig gewonnen hat und damit in die Ampel eintreten konnte und damit das Desaster der Ampelregierung mitgestaltet hat. So, was macht die AfD? Die schmeißt Herrn Krah raus, der Listenführer der Europaliste der AfD, weil er sich entsprechend daneben genommen hat, der dusselige Interviews gegeben hatte und angeblich auch eine Spionageaktion mit den Chinesen in seinem Büro durchgeführt worden ist und auch da Gelder geflossen sind. Alles noch unklar, aber sie haben jetzt die Konsequenzen gezogen und ihn rausgeworfen. Er muss sich jetzt alleine irgendwie rumtreiben als Einzelvertreter und darf der Fraktion bzw. der AfD-Fraktion im Europaparlament nicht mehr angehören. So, was gibt es bei den Krankenkassen? Meine Damen und Herren, Sie werden es sich nicht wundern aufgrund der gestiegenen Kosten. Wir müssen ja Millionen Menschen, die zu uns wandern, aus der Ukraine, aus aller Herren Länder auch bezahlen. Und die Kassen geben 10 Milliarden Euro aus dafür, dass Bürgergeldempfänger auch krankenversichert sind. Das Geld nehmen sie ihnen weg. Das müsste an sich der Steuerzahler, also wir alle bezahlen. Nämlich wenn der Bund solche Asylverfahren sozusagen durchsetzt und den Menschen aufs Auge drückt, dann muss er auch dafür sorgen, dass diese Menschen versichert werden mit Steuergeldern. Tun sie aber nicht. Sie baggern die Kassen an und geben den 10 Milliarden weg. Und jetzt heißt es, dass die Kassen ein Defizit für 2024 mit 32 Milliarden Euro rechnen. 32 Milliarden Euro Defizit und 10 Milliarden gehen alleine schon an die Bürgergeldempfänger. Das weiß keiner, interessiert auch keiner, aber es ist so. Ja, was sagen wir kurz noch zur Industrie? ThyssenKrupp, das habe ich immer wieder erwähnt, ist in einer sehr schwierigen Lage. Sie verlieren Aufträge, weil die Autoindustrie nicht funktioniert, weil die Elektroautos wie Blei in den Regalen der Autofabriken oder der großen Autokonzerne liegen bleiben. Es kauft kein Mensch oder nur wenige, die meinen, da würden sie einen tollen Coup mitlanden. Die Förderung ist ja eingestellt worden letztes Jahr. Von 4.000, 5.000 Euro pro Auto, auch das gibt es nicht mehr, weil eben Habeck das Geld ausgegangen ist, er kann nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Also ThyssenKrupp, die Lage ist kritisch und man plant jetzt einen Businessplan. Herr Lopez, der Vorstandsvorsitzende, bastelt dran, damit eben ThyssenKrupp nicht zerschlagen wird. Sie wollen ja einen Investor reinholen, noch der sich engagiert, der tschechische Milliardär soll das tun. Also ob das funktioniert, weiß man nicht. Also ThyssenKrupp, der große Konzern mit hoher Tradition, ist jetzt in großer Gefahr und Schieflage. Möglicherweise besteht auch die Gefahr, dass eine Insolvenz auf ThyssenKrupp zurollt. Das möchte ich nicht beschwören, aber alles das lässt man aus den Meldungen sich sicherlich
herauslesen. So, was macht denn die Zölle für die E-Autos? Ja, Sie wissen, meine Damen und Herren, dass die E-Autos aus China anrauschen mit ihren großen Containerschiffen, die hoch subventioniert sind. Tolle Autos, muss man sagen, die haben es schnell gelernt, weil sie fleißig sind und sehr schnell reagieren, auch sicherlich im Klauen von entsprechenden Patenten, keine Hemmungen haben. Das ist ja unter Konfuzius kein Diebstahl. Geistiges Eigentum gibt es nicht, es gibt nur körperliches Eigentum, also Sachgüter können im Eigentum bleiben, aber geistiges Eigentum gibt es nicht. Das klauen sie also frank weg und nutzen das, um ihre Autoindustrie aufzupoppen. Das machen sie sehr erfolgreich und bringen Autos auf den Markt, die völlig unter den Preisen der europäischen Autobauer liegen. Und das soll jetzt mit einer Zollsteuer oder mit einem hohen Zoll bestraft werden. Und da bastelt eben Frau von der Leyen dran, wie hoch das sein soll. Die Amerikaner haben 100% Aufschlag festgelegt. Trump möchte, wenn er wiedergewählt werden sollte im November, am 4. November, wenn die Präsidentenwahlen sind, möchte er auf 200% draufhauen. Bin gespannt, was China macht, ob sie reagieren. Sie werden sicherlich mit Gegenmaßnahmen sich wehren. Ob das gut ist für den Welthandel und für die WTO-Mitglieder, das weiß ich nicht. Was macht eigentlich Stuttgart 21, meine Damen und Herren? Stuttgart 21 sollte vor 3 Jahren fertig sein. Was passiert jetzt? Es wird erst Ende 2000 irgendwas, 27, 28 in Gang gesetzt werden oder geöffnet werden können. Dieser Tieftunnel oder dieser Kellerbahnhof sozusagen, der den Kopfbahnhof ersetzen soll für zig Milliarden Euro. Wie hoch das ist, weiß man gar nicht so richtig. Also es sind zig Milliarden verbaut worden und da fehlen immer noch Milliarden. Also keine schöne Geschichte für Stuttgart, aber wie gesagt, 2, 3 Jahre wird es noch dauern, bis dieses Megaprojekt fertig ist. Sie denken auch an die Elbphilharmonie, hat zig Jahre gedauert. Sie denken an den Berlin-Brandenburger Flughafen, also der Flughafen für Berlin, der Tegel ersetzt hat, diesen schönen Stadtflughafen, der wunderbar gelegen war. Man kam schnell in die Stadt. Heute muss man 50 Minuten mit dem Bus fahren oder mit dem S-Bahn fahren oder mit dem Taxi fahren. Also völliger Unsinn und auch gar nicht attraktiv. Ja, was gibt es noch, meine Damen und Herren? Ich sagte es, dass Macron jetzt die Neuwahlen ausgerufen hat im Juli. Er möchte entsprechend klare Verhältnisse schaffen. Er bleibt ja Präsident bis zum nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, wo dann wiedergewählt wird. Dann die NRW-Kliniken drohen herbe Einschnitte, weil Herr Laumann am Montag, also übermorgen, vorlegen will, was er mit den Kliniken alles so anfängt. Auch da gibt es sicherlich Milliarden, oder nicht Milliarden, aber möglicherweise doch viele, viele Einbußen, was die Krankenhäuser angeht, weil man eben manchen Krankenhäusern die Abrechnungsfähigkeit für Leistungen absprechen will, weil sie zu wenig erbringen. Also das ist noch ein schwieriges Stück Brot zu schneiden. Bin gespannt, ob Laumann da einen Weg findet, der eben alle Interessen der Bürger, der Versicherten, der Kranken und der Krankenhäuser und der Arbeitsplätze schafft. Da bin ich aber nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Letztes Thema, meine Damen und Herren, ist die AfD. Ich habe letzte Woche berichtet, dass der Rat der Stadt Essen am Mittwoch letzter Woche beschlossen hat, dass die AfD den Vertrag mit der Grugehalle für den Bundesparteitag vom 28. bis 30. Juni gekündigt bekommen hat vom Messechef Herrn Oliver Kurt auf Auftrag des Rates der Stadt Essen. In einer geheimen Abstimmung wurde gesagt, ihr müsst den Vertrag auflösen, weil ihr müsst uns sagen, dass ihr strafbewehrte Aussagen unterlasst während des Parteitages. Also ihr dürft nicht Dinge sagen, die halt verboten sind in diesem Land, wo vieles verboten ist, was man nicht mehr sagen darf, obwohl wir eine Meinungsfreiheit haben. Hat die AfD natürlich nicht unterschrieben und dann hat sie eine entsprechende Klage eingereicht und die wurde gestern vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen natürlich bestätigt, dass die AfD Recht hat. Sie hat ein Recht auf diesen Vertrag. Es gibt den lateinischen Satz Pacta servanda sunt, also man muss die Verträge einhalten. Das hat der Oberbürgermeister Kufen ignoriert und wollte ein Zeichen setzen für den Wahlkampf, als er will wiedergewählt werden im nächsten Jahr als Oberbürgermeister, in die dritte Amtszeit rutschen. Und das meint er, mit solchen Aktionen sich leisten zu können. Ging leider schief, war ein Schuss nach hinten, denn die AfD darf die Grugehalle nutzen, sie darf diesen Parteitag entsprechend durchführen. Die Planungen sind natürlich schon seit Monaten, laufen die ja schon und das ist viel organisiert worden oder auch muss organisiert werden. Und jetzt gibt es natürlich ein Riesenwochenende am 29. Juni, was ich Ihnen letzte Woche berichtet habe, wo bis zu 200.000 Gegner mit Herbert Grönemeyer, der auch ein Liedchen trällern wird, nicht, ne, gegen rechts natürlich, werden die entsprechend auftauchen in Essen. Wie viele, weiß kein Mensch, aber es soll so sein. Der Grund ist eben, dass
die AfD das Recht hat, diesen Parteitag durchzuführen. Es gibt einen Kontrahierungszwang, wie es so schön heißt. Die Stadt ist verpflichtet, eben auch Parteien, die immer schon da getagt waren, haben hier alle Parteien, SPD, CDU, FDP, weiß ich nicht, aber zumindest die großen Parteien haben alle da getagt. Die Linke war auch schon da. Und die DKP auch, hat sogar in der Krugerhalle getagt. Also alle die Linksextremen waren schon da und jetzt kommen die Rechtsparteien dazu. Und jetzt macht die CDU und die Grünen und die FDP machen einen neuen Antrag für den Rat am 26. Juni, wo sie sagen, dass eben bei Vermietung in Zukunft eine solche strafbewehrte Unterlassungserklärung mit rein soll in den Mietvertrag. Wird nicht funktionieren, halte ich für völligen Quatsch, das zu machen, denn das würde für alle dann gelten, klar. Und dann müsste man sozusagen einen Aufpasser in die Säle setzen, also einen Wahrheitsminister, der entsprechend sofort kontrolliert, welche Aussage falsch ist. Das zerstört die Demokratie. Und die freie Rede wird sozusagen künstlich unterbrochen. Keine gute Nachricht für Essen und ich halte das für einen völligen Blödsinn, das zu machen. Muss es andere Möglichkeiten geben. Wir haben ein Strafrecht, was ganz gut funktioniert. Siehe der Prozess gegen Herrn Höcke, den ich zwar auch nur mit kritischen Augen sehe, aber er ist zumindest gelaufen. Und jetzt will das in Essen auch die Parteien, also CDU, Grüne und FDP, wollen dann einen entsprechenden Antrag stellen. Warten wir mal ab, was daraus wird. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und bin nächste Woche wieder bei Ihnen. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und genießen Sie die Fußball-Europameisterschaft, die ja angefangen hat und die nächsten 4 Wochen laufen wird. Wir haben ja Chancen, Europameister zu werden, aber da kommen andere auch, die es auch werden wollen. Danke Ihnen, genießen Sie es. Danke, danke, tschüss und bis nächste Woche.